بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nochmals an meine geliebten Geschwister. Wir werden heute بإذن الله تعالى fortfahren, indem wir über die Scheinargumente der Abgeirrten sprechen. Und das letzte Mal haben wir über das Scheinargument gesprochen. Warum müssen wir überhaupt in der Dunya unser Leben leben, wo doch Allah subhanahu wa ta'ala schon unseren Ausgang niedergeschrieben hat? Das heißt, ob wir in das Paradies oder ob wir in das Höllenfeuer hereinkommen. Warum sollen wir das ganze Leben leben? Allah subhanahu wa ta'ala hätte uns erschaffen können und uns direkt in das Paradies oder direkt in das Höllenfeuer hereintun können. Aber warum lässt Allah azawajal uns das Leben leben? Natürlich habt ihr das letzte Mal bi'idhnillah ta'ala eine ausreichende Antwort bekommen, dass wir keine Ausrede vor Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qiyamah haben. Weil sonst hätte ein Diener gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn vor sich gestellt hätte und ihn gesagt hätte, das ist das Feuer, hier wirst du hereingeworfen, da würde der Diener sagen, ja Allah, warum soll ich hereingeworfen werden? Welche Schuld habe ich mir zukommen lassen? Ich würde niemals einen Weg beschreiten, der mich genau in dieses Höllenfeuer führt. Allah subhanahu wa ta'ala lässt ihn deswegen das Leben in dieser Welt leben, damit er keine Ausrede yawmul qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala hat. Und genauso der Paradiesbewohner, wenn er die wunderschönen Paradiesstufen sieht, dann sagt er, ja Allah, warum nur diese Paradiesstufe? Vor mir oder über mir sind Leute, die haben viel gigantischere Paradiesstufen. Deswegen, ja Allah, gib mir diese Paradiesstufe. Auch diese Leute sollen keine Ausrede haben. Deswegen lässt Allah subhanahu wa ta'ala jeden sein Leben leben, damit dieser keine Ausrede yawmul qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und heute, bi'idhnillah as-sami' al-alim, mit eurer geehrten Anwesenheit, wollen wir über ein weiteres Scheinargument sprechen. Das ist nicht das Scheinargument wie vom letzten Mal, sondern hier geht es darum, warum sollen wir überhaupt gute Taten machen? Jetzt lassen wir das Leben, wir leben es. Aber warum sollen wir gute Taten machen, wo doch schon bereits feststeht, ob wir in das Paradies oder in das Höllenfeuer hereinkommen? Das ist heute das Scheinargument, welches wir behandeln wollen. Und ich werde versuchen, bi'idhnillah ta'ala, ungefähr in 25 Minuten dieses Scheinargument zu entkräften, bi'idhnillah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer der Wahrheit folgen lassen und uns niemals von den Irregehenden in die Irre führen lassen. Allahumma amin. Erstmal solltet ihr wissen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat schon alles niedergeschrieben. In einer Überlieferung bei Abu Dawud und At-Tirmidhi und Imam Ahmad, rahmatullah alayhim ajma'in, sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, inna awwala ma khalaq Allah al-qalam. Das erste, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, ist der Stift. Faqala lah, so sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Befehlston zu dem Stift, uktub. Dann sagte der Stift, nachdem Allah azawajal ihn aufgefordert hat, schreib. Er sagte, ماذا اكتب? Was soll ich schreiben? So sagte Allah subhanahu wa ta'ala, مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. Schreib alles, was passieren wird, bis zum Einbruch der Stunde. Allahu Akbar. Ja, Ikhwa, überlegt mit mir, was für ein gigantischer Hadith dieser ist. Aus diesem Hadith erfahren wir erstmal, dass das erste, was erschaffen wurde, der Stift war. Weil es gibt einen Meinungsunterschied unter den Gelehrten, ob das der Stift oder Al-Arsh, der Thron war. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm befohlen, schreib. Er sagte, was soll ich schreiben, ja Allah? Er sagte zu ihm, alles, was passieren wird, bis zum Beginn der Stunde. Ya Ikhwa, überlegt, subhanallah, Allah Azza wa Jal hat den Stift in einem Moment alles niederschreiben lassen, bevor diese Sachen überhaupt erschaffen waren. Allah hat ihn bereits niederschreiben lassen, was vor Beginn der Erschaffung passieren sollte, bis zum Eintreffen der Stunde. Yani, subhanallah, welches Wissen besitzt Allah subhanahu wa ta'ala? Geschöpfe, die noch nicht erschaffen worden sind. Allah hat schon alles bereits über den Ausgang dieser Geschöpfe geschrieben. Wenn du es genau haben willst,
Es wurde zu dem Zeitpunkt, als Allah Azzawajal dem Stift befohlen hat, alles niederzuschreiben, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Stift niederschreiben lassen, wann du und ich geboren werden, wie lange wir leben, wie viel Rizq wir bekommen werden, wie viele Kinder wir haben werden, welche Augenfarbe wir haben werden. Allah hat alles niedergeschrieben. Und das Erstaunliche bei Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt Menschen, die haben Wissen, die verfügen über Wissen. Aber sie sind erstmal unwissend. Erst nachdem sie sich Wissen angeeignet haben, kann man sie teilweise als Wissen bezeichnen. Das heißt, bevor sie sich Wissen angeeignet haben, hatten sie Jahl, Unwissenheit. Bei Allah subhanahu wa ta'ala, ma yasbiquhu al-Jahl. Er war schon immer wissend, subhanahu wa ta'ala, und bei ihm ging kein Jahl, keine Unwissenheit voraus. Wie bei uns, wir müssen uns erstmal etwas anlernen. Wir müssen erst etwas studieren, damit wir danach Wissen besetzen. Allah subhanahu wa ta'ala hatte aber dieses Wissen von Beginn an, liebe Geschwister. Das solltet ihr erstmal wissen, und es ist das schönste Wissen und das edelste Wissen, dass wir uns mit Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigen, denn somit werden wir alle Zweifel aus dem Weg räumen. Und denkt daran, liebe Geschwister, was unsere edlen Gelehrten immer gesagt haben, schneide das Seil der Unwissenheit mit dem Messer der Gewissheit durch. Allahu Akbar. Das bedeutet, wenn wir Wissen haben, dann sind wir gewiss. Dann haben wir nicht mehr das Problem, liebe Geschwister, dass wir mit Unwissenheit durch diese Welt geführt werden. Denn das ist sehr gefährlich. Und wenn ihr seht letztendlich, die Leute, die entweder den Islam verlassen oder die anfangen, eine Schubha, ein Schalenargument in ihrem Herzen zu tragen gegen den Islam, wie fängt das an? Das ist ihre reine Unwissenheit. Nichts anderes. Und daher möge Allah subhanahu wa ta'ala uns authentisches Wissen geben, damit wir immer auf diesem Weg befestigt bleiben, liebe Geschwister. Und hier sollten wir wissen, Allah azza wa jalla hat schon alles niederschreiben lassen. Und schaut, subhanallah, obwohl ein Mensch in manchen Bereichen etwas Wissen haben könnte. Und dieses Wissen, was wir gesagt haben, hat er sich angeeignet, nachdem er ein Unwissender gewesen ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala in jedem Bereich der Allwissende ist, so kommt dieser Mensch und möchte Allah subhanahu wa ta'ala herausfordern mit dem Jahl, den dieser Mensch, wal'iyadu billah, trägt. Was für eine Niederlage für dieses Geschöpf, der nicht weiß, mit wem er es zu tun hat. Es gibt, liebe Geschwister, keine Unwissenheit, die Allah subhanahu wa ta'ala zuvor hatte. Und manchmal lesen wir im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel, وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. So wird Allah wissen, wer die Wahrhaftigen sind. Und er wird auch wissen, wer die Lügner sind. Hier gab es manche, die in die Irre gegangen sind. Schaut mal, subhanallah, nur weil sie nicht den Tafsir dieser Ayah gelesen haben. Wenn man rein äußerlich diese Ayah liest, so wird Allah wissen. Was haben sie gedacht? Sie dachten, Allah besitzt nicht dieses Wissen. Er weiß erst, was passiert, wenn die Sache eingetroffen ist. Subhanallah. Und schaut mal, dieser Hadith, als Allah subhanahu wa ta'ala zum Stift gesagt hat, schreibe alles, was passieren wird. Und dieses bis zum Eintreffen der Stunde. In einer anderen Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Allah subhanahu wa ta'ala hat alles niederschreiben lassen, bevor er die Himmel und die Erde 50.000 Jahre zuvor erschaffen hat. Die Himmel und die Erde waren noch nicht erschaffen. 50.000 Jahre zuvor, vor ihrer Erschaffung, hat Allah Azzawajal schon alles niederschreiben lassen. Das heißt, o Diener Allahs, wir spielen gerade unser Leben ab. Abul Bara, was meinst du damit, wir spielen unser Leben ab? Kennst du das? Wenn ein Film bereits aufgenommen ist und du tust eine CD in deinem Laptop herein und guckst dir diesen Film, der wurde ja vorher schon gedreht. Aber das, was du machst, ist nur abspielen. Und so kannst du dir das vorstellen ungefähr, wie Allah subhanahu wa ta'ala alles schon zuvor erschaffen hat. Und wir leben dieses jetzt, nachdem Allah azza wa jalla schon alles niederschreiben gelassen hat, subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, erstmal sollten wir wissen, dass Allah azza wa jalla alles niedergeschrieben hat. Das ist erstmal eine der wichtigsten Sachen. Und nicht nur das, Allah azza wa jalla hat für uns auch schon bereits niedergeschrieben, ob wir in das Paradies oder ob wir in das Höllenfeuer gehen. So heißt es in einer Überlieferung bei Al-Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ما منكم من أحد
Es gibt niemanden von euch, für den nicht bereits niedergeschrieben wurde, dass sein Platz im Höllenfeuer oder im Paradies ist. Dann sagten die Sahaba, und sie fragten eine Frage, die uns auch auf der Zunge liegt, liebe Geschwister. Sie sagten, قالوا يا رسول الله, ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل? Sollen wir uns nicht auf unser Buch ausruhen? Das heißt, was schon niedergeschrieben ist. Allah hat ja schon bereits niedergeschrieben, nachdem sie dieses vernommen haben, die Sahaba radiallahu anhum, haben sie gesagt, Allah hat ja bereits schon alles niedergeschrieben, ob wir in das Paradies oder in das Höllenfeuer kommen. Sollen wir uns dann nicht auf das Geschriebene verlassen? Und wir unterlassen die Taten, denn wozu sollen wir die Taten machen, wenn eh schon alles feststeht, wo unser Ausgang sein wird? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er brachte der Dunya bei, was sie an Wichtigem wissen mussten. Er sagte, اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Begeht gute Taten, macht gute Taten, denn jedem wird das leicht gemacht, wofür er erschaffen worden ist. Allahu Akbar. Jedem wird das leicht gemacht, wofür er erschaffen worden ist. Das ist das, womit wir uns heute beschäftigen. Bi-idhnillahi s-sami al-alim. Wie wir gesagt haben, Allah Azza wa Jalla hat schon alles niederschreiben lassen. Aber wir kennen doch nicht das Verborgene. Weder du noch ich wissen, ob wir in das Paradies oder ob wir für die Hölle geschrieben wurden, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und die Anwesenden alle davor bewahren und alle Muslime, dass sie in das Höllenfeuer reinkommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht erst sterben lassen, bis er mit uns zufrieden ist. Allahumma amin. Wenn ich dich frage, Udin Abbas, kannst du mit Sicherheit sagen, dass dein Ausgang im Paradies oder im Höllenfeuer ist? Du sagst mir, Abul Bara, ich besitze nicht verborgenes Wissen. Wie soll ich dir dieses beantworten, wenn ich dieses doch nicht weiß? Und das ist richtig, was du gesagt hast. Deswegen sage ich dir, kümmere dich nicht darum, was für dich niedergeschrieben wurde, denn das wirst du niemals erfahren, sondern kümmere dich lieber um deine Taten, die du verrichten sollst, denn diese Taten werden dein Zeugnis sein, Yawmul Qiyamah. Entweder hast du Taten, mit denen du vor Allah subhanahu wa ta'ala Yawmul Qiyamah stehst, oder du wirst keine Taten haben und wirst dementsprechend bestraft werden. Daher ist dieses eine sehr wichtige Regelung. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran gesagt, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَّقَى, was denjenigen anbelangt, der gibt und Allah fürchtet. Gibt und Allah azza wa jalla fürchtet. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, und er glaubt daran, dass er belohnt wird für diese Taten und dass Allah azza wa jalla ihm alles ersetzen wird, subhanahu wa ta'ala. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, so werden wir ihm den Weg zum Guten leicht machen. Subhanallah. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelesen, diese Ayat aus Surat Al-Layl, dieser geehrten Sura. Er hat sie gelesen, nachdem der Sahabi ihn gefragt hat, wir unterlassen die Taten, dann werden wir sowieso bekommen, was Allah azawajal für uns niedergeschrieben hat. Er sagte zu ihm, nein, begeht gute Taten, denn jedem wird das leicht gemacht, wofür er erschaffen worden ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du gibst, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Layl sagt, und du hoffst darauf, dass du die Belohnung dafür bekommst, so wird Allah dir den Weg zum Guten leicht machen. Bedeutet, wenn Allah sieht in deinem Herzen, dass du bereit bist, den Weg der Rechtleitung zu beschreiten, dann wird er dir den Weg leicht machen. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Was aber denjenigen anbelangt, der geizt, das heißt, er gibt nicht das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hat zu geben, وَاسْتَغْنَى, und er sieht sich als unbedürftig gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und er glaubt nicht daran, dass er das Gute bekommen wird, Yawmul Qiyamah, so werden wir ihn den Weg schwer machen. Das heißt, ihm wird Allah azza wa jal nicht den Weg erleichtern, wie den Gläubigen, sondern ihm wird Allah subhanahu wa ta'ala den Weg erschweren. Ja, Achi, zwischen mir und dir, merkst du nicht, dass Allah azza wa jal dir die Taten leicht macht? Du sagst mir, ja, Abul Bara, manchmal habe ich aber wirklich große Anstrengungen, mich zu bemühen, damit ich diese Taten machen kann. Richtig, aber machst du sie letztendlich? Du machst sie. Das bedeutet, Allah erleichtert es dir. Eine Frage, könntest du diese Taten machen, wenn Allah es dir nicht erleichtern würde? Wallahi, niemals. Weder du noch ich. Niemals könntest du diese Taten machen.
Und so solltest du wissen, das ist eine Gnade von Allah Azza wa Jal, dass er dir diesen Weg ermöglicht, dass er dir den Weg öffnet, dass du auch diese großartigen Taten machen kannst. Das ist schon ein Zeichen oder ein Indikator dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala das mit dir gut meint. Denn wisse, o Diener Allahs, gibt es nicht Leute, die nicht einen Tag fasten können oder wollen? Gibt es nicht Leute, die niemals bereit wären, diese 5 Gebete zu beten? Und sie haben auch muslimische Namen. Deswegen frage dich einmal, warum kannst du, während andere nicht können? Und die Antwort ist eine einfache. Die Antwort ist exakt, weil Allah dir den Weg zum Guten leicht macht, während andere den Weg zum Guten erschwert bekommen. Subhanallah. Kommen nicht Leute zu dir und sagen dir, mach Dua für mich. Sie kommen, indem sie dir die guten Taten in den Schoß legen. Oh, du so und so, hilf uns doch bei der Sache. Allah subhanahu wa ta'ala schickt Leute zu dir, damit du gute Taten erwerben kannst. Kannst du mir nicht die Ayah erklären? Kannst du mir nicht den Hadith erklären? Kannst du mir nicht dieses oder jenes Buch empfehlen? Allah schickt die guten Taten zu dir. Warum? Weil er erleichtert dir den Weg zum Guten, subhanahu wa ta'ala. Und siehst du nicht andere Leute, dass Allah azza wa jal ihnen den Weg zum Guten schwer macht? Subhanallah. Jede Woche hat er eine Freundin. Er hat jede Woche Beziehung. Er hat jede Woche Geld. Von wo es kommt, wallahu a'lam. Allah erschwert ihm den Weg zum Guten und erleichtert ihm den Weg zum Schlechten. Und das sollte dir und mir zu denken geben, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns den Weg erleichtert, während er denjenigen, die Übles im Herzen hat, den Weg erschwert. Das ist genau die Frage hier in diesem Sinne. Und wir sollten wissen, o Diener Allahs, dass Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der uns Yawmul Qiyamah für unsere Taten abrechnen wird. Für unsere Taten. Na, Allah Azza wa Jal hat schon alles niederschreiben lassen. Und damit du auch genau verstehst, dass es nicht ausreicht, dass wir sagen, wir lassen die Taten und werden uns nur darauf verlassen, was niedergeschrieben steht, das ist eine Sache, die steht im Widerspruch zu deinem gesamten Leben. Wenn du so eine Einstellung hast, dann steht dieses im Widerspruch zu deinem gesamten Leben. Was meinst du damit, Abu Bara? Hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht für dich schon niedergeschrieben, dass du Kinder bekommen wirst? Du sagst mir natürlich, Tayyib, dann heirate nicht. Wirst du trotzdem die Kinder bekommen? Ich hoffe nicht, dass du diese Storch-Theorie gelernt hast. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala hat für dich schon niedergeschrieben, wie viel Geld du bekommst für deine Arbeit. Wirst du aber Geld bekommen, wenn du nicht arbeitest? Wirst du dein Rizq bekommen, wenn du nicht arbeitest? Allah subhanahu wa ta'ala hat für dich bereits schon niedergeschrieben, ob du satt werden wirst oder nicht. Aber wenn du nicht isst, wirst du satt werden. Daher, o Diener Allahs, verstehe diese Sache, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Dinge erleichtern wird, die guten Taten, weil er dich für das Paradies geschrieben hat. Und dass er den Übelstunden den Weg schwer machen wird zu der Rechtleitung, weil sie Übles in ihrem Herzen verinnerlichen. Und ich beende, o Diener Allahs, lese mit mir einige Ayat aus dem Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَلَمَّ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُ. Als sie dann vom wahren Weg abgewichen sind, vom geraden Weg, hat Allah Azza wa Jal ihre Herzen abweichen lassen. Ich frage dich, wer hat angefangen? Der Diener. Er hat diesen geraden Weg gelassen, so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn von diesem geraden Weg abweichen lassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala wird niemals ein Volk in die Irre gehen lassen. Niemals. Nachdem er sie recht geleitet hat, bis er sie darauf aufmerksam gemacht hat, wovor sie sich vorzusehen haben. Haben wir die Ayat verstanden? Es sind die Diener, die vom geraden Weg abweichen wollen. Und es ist nicht Allah subhanahu wa ta'ala, der ihnen den Weg erschweren will, sondern Allah schaut auf unsere Herzen. Wenn er sieht, dass wir bereit sind, das Gute zu tun, so wird er uns den Weg erleichtern. Aber wenn Allah azza wa jal sieht, dass wir nicht bereit sind, das Gute zu tun, sondern dass wir nur nach unseren Gelüsten trachten und dass wir ein Leben leben wollen, als ob Allah azza wa jal subhanahu uns nicht erschaffen hat, als ob es kein Paradies und kein Höllenfeuer gibt, so denken manche Leute und so leben sie ihr Leben. Und für diese Leute hat Allah Azza wa Jalla nichts Gutes vorgesehen. So wird er sie in die Irre gehen lassen. Das ist alles.
Wir fassen zusammen und ich frage euch nach diesen Fragen. Allah subhanahu wa ta'ala hat schon alles niederschreiben lassen. In einem Moment wurde alles niedergeschrieben, bis zum Eintritt der Stunde. Und in einer anderen Überlieferung, danach frage ich dich auch, 50.000 Jahre bevor Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und die Erden erschaffen hat. Was heißen diese Hadithe? Wir könnten uns jetzt auf das verlassen, auf dem ausruhen, was Allah azzawajal schon niedergeschrieben hat. Falsch. Was haben wir gesagt? Wir kennen nicht unser Ausgang. Wir wissen nicht, ob wir für das Höllenfeuer oder für das Paradies geschrieben wurden. Also ist unsere Aufgabe, dass wir den Weg zum Guten kennen und wir beschreiten diesen Weg und vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir zu den Gläubigen gehören, wird Allah azzawajal uns den Weg zum Guten leicht machen. Und wenn du aber ein schlechtes Tunder bist, so wisse, Allah azzawajal will eigentlich das Gute für dich, aber du hast entschieden, dass du einen anderen Weg beschreiten möchtest. Du hast entschieden, dass du einen anderen Weg beschreiten möchtest. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns nicht gesagt, wir sollen uns auf unsere Taten ausruhen. Vielmehr hat er gesagt, nein, macht Gutes, begeht Taten, das heißt macht Gutes. Jedem wird leicht gemacht, wofür er erschaffen worden ist. Und das ist die beste Methode, wie du in deinem Leben agieren kannst, oh Diener Allahs. Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns immer den Weg der Rechtleitung beschreiten lässt und uns niemals vom Weg der Rechtleitung abirren lässt. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakallahu fikum wa jazakum la khairan, liebe Geschwister.